So, hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA-Let's Play, und zwar in der Mann-gegen-Mann-Saison. Wie die ein oder andere vielleicht vorhin gesehen haben, habe ich gerade auch noch eine Challenge hochgeladen. Wollte eigentlich dieses Match hier direkt im Anschluss machen, aber dann dachte ich mir, nö, machst du einfach zwei Parts draus. Hatte aber irgendwie keinen ausschlaggebenden Grund. Auf jeden Fall spiele ich mit Manchester City gegen Inter Mailand. Mit Pech ist das, oder mit Glück, je nachdem, ist das sogar derselbe Gegner, wo vorhin mein Internet abgeschmiert ist. Der hat auch mit Inter gespielt. Und ja, kann natürlich jetzt auch reiner Zufall sein, weil ich mich immer, ja, kann mich halt an seinen Namen nicht mehr erinnern. Wäre auf jeden Fall relativ witzig. So. Jetzt passt doch. Komm, Snyder, das schafft doch nichts, was du hier probierst. Ja, sage ich ja, schafft doch alles nichts. Von daher, chillen und Abschlüsse weit wegschlagen. Weil ich da bislang in der letzten Zeit wirklich immer die größten Patzer gemacht habe. Das, nee, gut. Hatte ich in dem Video erwähnt, wo mein Rechner abgeschmiert ist. Aber ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Jetzt geht es ums Hier und Jetzt. Und da möchte ich natürlich möglichst gewinnen. Aber vom Verständnis her ist er auf manuell gar nicht so schlecht. Also jetzt zumindest vom Passverhalten her. Was anderes kann ich ja noch nicht beurteilen. Da sehe ich schon wieder relativ alt aus, weil ich mich denn ja mal gegen halbwegs gute Gegner schwer tue und auf einmal die schlechtesten Pässe der Erde raushau. Aber die Internetverbindung, irgendwas stimmt da nicht. Lass dir Zeit, ja. Soll er nur rumwursteln. Stört mich nicht. So, obwohl ein bisschen nervig ist es schon. Und das habe ich nicht gedrückt. Das habe ich nicht gedrückt. Da bin ich ehrlich. Ja, das war auch sehr gut. Ja, jetzt geht es nämlich schon los. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich ein Patzer nach dem anderen. Dann kassiere ich ein Gegentor. Dann ärgere ich mich schwarz, schieße dann am Ende selbst noch ein Tor. Und dann hätte ich rein theoretisch gewonnen. Aber es ist nur ein Unentschieden draus geworden, weil ich dann irgendeinen Blödsinn da gemacht habe. Komm! So. Oder ich schieße einfach jetzt ein Tor. Und lasse es dabei stehen. Ja gut, kühn. Schönes Ding. Kann ich mich nicht beklagen. Definitiv nicht. So. Gucken, wie es weitergeht. Probiere mich jetzt einfach mal, weiß ich nicht, ein bisschen enger reinzustellen. Ich glaube, ich stelle mal auf Konter um. Ist immer ganz praktisch. Und ja, jetzt sind hier leichte Verzweiflungsschüsse. Vielleicht kriegt das ja auch irgendwann mal hin. Ich hoffe zumindest nicht. 21. Minute. Mit diesem plötzlichen Tor habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber es muss ja auch partout nichts Schlimmes sein. Wobei, jetzt sieht es langsam schlechter für mich aus, weil ich echt schon wieder richtigen Mist mache. Er wird sich wahrscheinlich schwarz ärgern. Also auch definitiv zu Recht. So. Ey. 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 Komm schon. Ja, Spiel hinten rum. Also vom Taktischen her ist er echt, echt gut. Gefällt mir auf jeden Fall sein Spiel. Finde ich richtig gut. Aber ich hoffe, dass es trotzdem bei dem 1-0 für mich bleibt oder ich noch ein Tor schieße. Weil ich den Sieg einfach brauche. Ja, gut, das war eine Flanke. Wäre aber ein geiles Tor gewesen, wenn diese reingegangen. Jetzt muss ich sehen, dass ich mal meinen Ballbesitz etc. ein bisschen hochspiele. Kann ja nicht sein, dass er hier die ganze Zeit die Oberhand hat. Flupp. Auch schon wieder ein sehr, sehr schöner, gelungener Ball von mir. Mann, oh Mann, oh Mann. Würde ich nicht 1-0 führen, hätte ich mich jetzt schon echt tierisch aufgeregt und wäre froh, dass er mir noch keinen reingedrückt hat. Und grätschen tut er gerne. Das ist mir jetzt auch schon mehrmals aufgefallen.
Aber sonst an sich an hat er keine grobe Lieblingsseite oder sowas. Er spielt einfach so, wie sich die Situation ergibt. Finde ich gut. So sollte es meiner Meinung nach auch aussehen, aber nicht bei mir. Ich mache hier irgendeinen totalen vercrackten Scheiß. Es regt mich tierisch auf. Obwohl ich 1-0 führe, weil so ist es nur noch einfach eine Frage der Zeit, bis das Gegentor kommt. Ich mache da nichts Großartiges gegen. Sondern laufe jetzt einfach nur mit Aguero durch. Der Ton war gerade schon wieder weg. Ätzend. Das hätte man auch besser machen können. So, und weg den Ball. Och, nimm ihn doch. Ja, der war auch scheiße geflankt. Mann, das kann doch nicht sein. Ich ahne Schlimmes. Also ich denke mal, wenn es so weitergeht und ich weiter wirklich nur so einen Mist mache, wird es doch höchstwahrscheinlich wirklich noch auf ein Tor hinauslaufen. Wobei er jetzt noch nicht wirklich vor mein Tor gekommen ist. Immer nur gut das Spiel aufgebaut, aber dann im Abschluss, so wie es bei mir normalerweise immer läuft, hapert's. Och, nimm ihn doch, David Silva. Ist doch unnötig. Ja, er will ihn auch nicht nehmen. Ja, jetzt grätschig, ist ein Foul, aber ich lasse ihn wieder rankommen, kassiere eine gelbe. Ist doch total unnötig. So, komm. Lauf, 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 Mann. Also ihr könnt... Na gut, nee, das wäre übertrieben dargestellt. Aber ich meine, FIFA, ich habe es wirklich schon mehrmals erwähnt. Das ist ein Spiel, es kann Aggressionen auslösen. Es ist echt teils wirklich richtig, richtig krass. Jetzt meine Statistik will ich gar nicht... Okay, gut, Passgenauigkeit von 67 ist ja noch in Ordnung. Ein Schuss, der dann reingegangen ist. Aber es kommt mir so dermaßen schlecht vor, was ich mache. Ist es auch, sonst... Ja, deswegen habe ich auch nur einen Schuss aufs Tor. Aber das kann es doch nicht sein. So gut ist er nicht. Ich meine, die Chance muss man einfach nur nutzen, ausbauen, wie auch immer. Komm, das war auch ein Foul. Auch nicht. Ja, gut. Vom Schiedsrichter hat nicht mal irgendwie was angepfiffen oder so. Dann kommt es 100% zu so einem richtig blöden Querpass-Tor, weil ich es einfach ahne. Aber wenn man schlecht denkt, dann passiert auch Schlechtes. Also rein theoretisch muss ich hier mit einem positiven Gefühl rausgehen, was nur so Freude und Liebe und alles, was dazugehört, umgibt. Oder er schießt den Ball einfach weg, weil ich nichts gedrückt habe. Das ist natürlich die andere Möglichkeit. Ja, Kraul, meine ich, die ruhig hinterm Kopf rum. Auch zu Recht. So, komm. Und... Nein. Geht da rein? Ach, komm! Das ist doch ein Witz. Ja, und Tevez. Der Typ ist auch... Weiß ich nicht. Für mich sieht er aus wie so ein Orang-Utan. Aber es war eine Flanke. Das wäre so ein geiles Tor gewesen. Hätte ich mich richtig gefreut. Aber nein. Nein. Aber nein. Er muss kontern und schiebt ihn jetzt rein, weil da kein Mensch rangeht. Na gut, nochmal Glück gehabt. Kann doch nicht sein, dass sie da schon wieder alle weglaufen. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Warum ist der Ball nicht reingegangen? Warum? Das hätte mir so viele Probleme erspart. Weil, weiß nicht, dass er jetzt zwei Tore schießt, davon wäre ich jetzt einfach nicht ausgegangen. Eins ist immer mal drin. Da muss ich ja nur eine Kleinigkeit falsch machen und schon ist alles wieder für die Katz gewesen. Wie jetzt zum Beispiel. Warum? Warum? Ich weiß es. Nee, 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 nee. Ich will mich gar nicht aufregen. Ja gut, das war... Mit Recht oder zu Recht, sagen wir so. An sich an. Also mache ich schon wieder Sachen. Die sind mir ein Rätsel. Da, sowas. Warum nimmt er den Ball nicht? Ich drück B. Normalerweise fährt er den Fuß hinaus, aber diesmal, er will einfach nicht. Das ist auch geil.
so ein Pech. Ich verstehe das immer gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie sich das immer entwickelt. Weil wenn ich immer dann so mal rumgucke, passiert dem Gegner sowas zum Beispiel nicht. Das ist wirklich so, diese ganz eigenartigen Patzer, Fehler und sowas, die kommen dann letztendlich immer von meiner Seite. Weil ich einfach bestraft bin. Aber es kann mir egal sein. Denn irgendwann bin ich in der ersten Liga und dann spiele ich mal gegen meine Saison nicht mehr, damit ich da dann für immer und ewig in der ersten Liga verewigt bin. Und ich dann meine Ruhe habe. So, Tevez. Und hopp, leider wieder Quatsch, weil es abseits war. Das war schlecht von mir gesehen. Ich meine, wenn ich Fehler mache oder so, ich stehe da ja zu. Ist ja alles gar kein Problem. Man muss sich da ja nicht selbst was vorgaukeln. Aber was ich jetzt schon teils für Sachen geliefert habe und auch von der KI oder sonst was wieder für Patzer geleistet wurden, das ist auch schon wieder ein Unding. Allein, dass der Torwart hier jetzt rauskommt, ist mir schon wieder ein Rätsel. Guck, sowas. Ich habe keine Taste gedrückt. Warum ist das passiert? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Der Torwart kommt raus, obwohl ich ihn nicht rausgeholt habe. Man kann sogar extra zweimal die Taste drücken, das rausholen, damit der extra drin bleibt. Habe ich getan. Aber er kommt trotzdem raus. So. Dann schießt mein Spieler wieder von alleine weg gegen diesen Typen. Und was weiß ich. Ach, keine Ahnung. Er wollte den Ball auch erst wieder gar nicht nehmen. Und genau deswegen hätte ich einfach gerne das 2-0 gehabt. Weil ich mein Pech bei sowas kenne. Und dementsprechend gerne Vorsorge anstatt Nachsorge. Aber letztendlich trifft mich dann diese Nachsorge, weil ich einfach Pech habe. Ja, dann ist es so. Ich will mich da gar nicht drüber aufregen oder sonst was. Es macht einfach tierisch Spaß. Gut. Aber ich habe es vorausgesagt. Ich habe es vorausgesagt, dass ein kurioses Tor passieren wird. Von daher, vielleicht soll ich mal mit Wetten anfangen oder so. Vielleicht kann man ja irgendwann mal bei FIFA Sportwetten abschließen. Dann bin ich ja ganz weit oben. Weil immer wenn ich spiele, verfluche ich mich einfach. Beziehungsweise ich bin es ja eh schon. Das und nochmal gegen die Latte. Ein Seitfallzieher und er köpft ihn neben das Tor. Schön. Da, das kann man... Nee, gut. Die schöne Chance sieht man nicht mal. Ja, zweimal nochmal gegen die Latte geschossen. Schön, mit dem Herz auf der Hand. Mit dem Herz in der Hand. Meine ich auf der Hand. Habe ich nichts von. Hoffentlich ist eine Verbindung weg oder sowas. Ich gönne es ihm. Aber ist es einfach zu unwahrscheinlich. Von daher begnüge ich mich jetzt. Ja gut, Mike Conn nimmt da raus. Das ist eigentlich zu meinem Gunsten. Ja, gut, Stankovic, etc. Schadet mir jetzt nicht. Ich meine, diese kleine Formveränderung, die er da jetzt gebracht hat, wird auch nichts Dolles mehr bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Snyder und so jetzt alle komplett im roten Bereich waren, weil er eigentlich relativ viel gepasst hat und das Spiel jetzt nicht wirklich nur bei einer Person lief. Und er hat bestimmt... Nee, ich hab... Oh... Nicht schlecht. Oh, doch ein einziges Mal. Ein einziges Mal deinen kleinen fetten Arsch einsetzen. Dann ist doch alles in Ordnung. Ja, ist mit der Grätsche aber auch schon wieder totaler Mist. Ja, das wird da pfeifen. Bleib drin! Bleib drin, Torwart! Ey, das ist ein Witz. Es ist ein Witz. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben den ersten Pokal in einer komischen Disziplin gewonnen. Es regt mich so unendlich doll auf. Aber es kann ich ja für euch nicht preisgeben. Abgesehen davon, dass sich vielleicht meine schlechte Laune durchsetzt. Aber jetzt spielt er auch noch hinten rum. So habe ich das gern. Kommen hier sehr offensiv. Ja, komm, pfeif ab. Komm, pfeif ab. Ich kenne mein Pech. Es ist so ein Witz, dass beide Tore nicht verdient waren. Es war nicht gut herausgespielt, gar nichts.
beide Male hat meine Abwehr gepatzt oder mein Torwart, weil er jedes Mal wieder rausgekommen ist, obwohl das nicht sollte. Jo, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.